Jetzt bin ich hier am auf Höhe vom Café Nil an der Straße am Schlossgarten. Wollte mal schauen, ob es hier weitergeht mit der Absperrung. Hier steht jetzt ein Bus quer, Göppinger Polizei. Aber ansonsten ist eigentlich die Straße noch offen. Jetzt werde ich einfach mal schauen, wie weit es da nach vorne noch offen ist. In dem Bus hocken auf jeden Fall mal mindestens 4 Beamte drin. Parken tut hier fast keiner mehr, obwohl ich glaube, ich gar nichts mitgekriegt habe von Parkverboten oder sowas. Da, hier ist auf jeden Fall mal absolute Parkverbot, aber wie lange das da schon ist, weiß ich nicht. Ich melde mich nachher nochmal.